Gut, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Vorlauf zum Heimspiel gegen den FK Pirmasens. Ich begrüße euch recht herzlich unseren Trainer Dirk Lottner und Marcel Karl zur Pressekonferenz sowie die Medienvertreter. Wie üblich bekommt das erste Wort unser Cheftrainer. Einschätzung zum Gegner Pirmasens sowie halt zur Trainingswoche. Dirk, bitte. Ja, dann fange ich mit der Trainingswoche an. Die war mit Sicherheit diese Woche etwas anders als in den Wochen davor. Aber das hing natürlich mit der Situation zusammen, dass wir schon das eine oder andere aufarbeiten mussten, das eine oder andere mal auch ansprechen mussten. Das haben wir jetzt gemacht in den letzten Tagen. Ich denke, dass wir trotzdem eine gute Trainingswoche hinter uns haben, was die Trainingsinhalte angeht, was die Trainingsintensität angeht, was die Konzentration der Jungs angeht und Aggressivität der Jungs angeht. Denke ich, dass wir da gut vorbereitet sein werden. Mit Pirmasens treffen wir auf eine Mannschaft, die sehr gut in die Saison gekommen ist mit 7 Punkten, die mit Sicherheit auch ein Stück weit davon gelebt hat, durch den Aufstieg ein bisschen euphorisiert zu sein. Das haben sie mitgenommen in die neue Saison. Jetzt sind sie so ein bisschen angekommen, denke ich mal. Haben die eine oder andere Klatsche auch dabei erhalten. Und ja, stehen aber am Ende des Tages genauso da wie wir mit 10 Punkten. Sehr kampfstarke Mannschaft. Darauf können wir uns schon wieder einstellen, dass wir mit Sicherheit wieder auf eine Mannschaft treffen werden, die wie immer bereit sein wird, uns auffressen zu wollen. Darauf werden wir vorbereitet sein, hoffentlich besser als in Balingen. Und dann gilt es halt für uns, ja, zum einen eine Reaktion zu zeigen auf das Spiel von Balingen, zu zeigen, ob wir es verstanden haben, was gefehlt hat. Und dann geht es auch wieder darum, diese Dinge halt auch auf den Platz zu bringen. Ja, und wie gesagt, aufgrund der Trainingswoche, aufgrund der Gespräche, die wir geführt haben, bin ich fest davon überzeugt, dass wir da morgen eine andere Mannschaft auf dem Feld sehen werden. Gut. Es hat sich an der verletzten Front etwas getan. Fanon hatte Probleme. Ja, Fanon musste gestern das Training vorzeitig abbrechen. Ist jetzt kein Faserriss oder sowas zu sehen, aber es wird schon so sein, dass wir da kein Risiko eingehen und da einen angeschlagenen Spieler mit ins Match werfen werden. Dementsprechend wird er morgen nicht dabei sein. Er hat eine leichte Zerrung im Adduktorenbereich. Wie gesagt, und wollen da auch kein Risiko gehen, weil ich gehe von einem aus, dass wir morgen in der Lage sein müssen, wirklich in jeden Zweikampf reinzufliegen, jeden Meter zu machen. Und da brauche ich Spieler, die wirklich 100% fit sind und nicht nur 95% oder 99%. Und deswegen werden wir Fanon weglassen. Okay. Ansonsten sehr positiv. Sebi hat die ganze Woche mittrainiert, Sebi Jakob. Dementsprechend habe den Gedanken noch nicht ganz abgeschlossen, aber kann mir Stand heute jetzt vor dem Training schon gut vorstellen, dass ich ihn mit in den Kader nehmen werde. Trotzdem sind diese Gedanken noch nicht abgeschlossen, weil eins davon glaube ich auch nicht vergessen. Ich glaube, der hat jetzt, wir haben jetzt seit Saisonstart 67 Trainingseinheiten, davon hat er 14 mitgemacht. Ja? Plus die Verletzungshistorie, die hinter ihm steckt. Deswegen bin ich da noch ein bisschen zwiespältig, ob er trotzdem mitgenommen werden soll und man einen komplett gesunden Spieler dadurch zu Hause lassen darf, soll. Wie gesagt, Gedanken noch nicht abgeschlossen, aber er steht zumindest wieder zur Verfügung. Köksal ist im Individualtraining, hat Teile des Mannschaftstrainings schon mitgemacht. Dementsprechend ist das auch alles auf einem positiven Weg und ja, sorgt dann dafür, dass wir zumindest die eine oder andere Alternative wieder mehr haben. Gut, kommen wir zu Marcel, letzte Woche auch wieder eingestiegen, am Sonntag eingewechselt. Wie schätzt du Pirmasens ein? Wie geht's dir jetzt auch nach 2 Trainingswochen am Stück? Ja, ich bin wieder fit, das ist glaube ich schon mal das Gute. Ich bin froh, dass die Leidenszeit vorbei ist. Ich glaube, es war hart genug auf der Tribüne zu sitzen bei den 2 Topspielen in Steinbach und daheim gegen Mannheim. Von dem her bin ich froh, dass ich wieder fit bin und hoffe ich, dass ich der Mannschaft morgen weiterhelfen kann. Ja, von der Erfahrung her war es gegen Pirmasens immer ganz schwer zu spielen, muss ich sagen. Auch die letzten Jahre, letztes Jahr waren sie ja nicht in der Regionalliga, aber die Jahre davor war es immer ein harter Brocken, muss ich sagen. Weil sie ja alles reinwerfen, sehr kompakt stehen und ja, war immer ein schwerer Gegner. Gut. Dann natürlich an euch, Jungs, Mädchen. Habt ihr Fragen an Dirk, an Marcel? Dann ja, bitte, okay. Frei heraus. Ja,
Der Peter Ritter hat am Montag gesagt, ihm war das Ergebnis Feuerwehr gegen Sulm Bade nicht so recht. Dann haben wir jetzt auch 4-1 verloren. Habt ihr das registriert? Geht es nur darum, jetzt generell zu spielen, egal wie die stehen, und dass die auch dann von Mannschaft treffen, auch die jetzt aggressiv ist, die angefressen ist oder so. Das Spiel ist heute Morgen in der Vorbereitung. Ja, für uns nicht, denke ich. Ja, also ich glaube schon, dass wir noch mal ein Stück weit sensibilisiert sind nach den Ereignissen des letzten Spiels. Noch mal vielleicht ein Stück weit fokussierter auch sein werden. Aber ich glaube, eins ist klar, es geht am Wochenende geht es mit Sicherheit nicht um Qualität auf dem Platz, sondern um Mentalität. Und die haben wir im letzten Spiel vermissen lassen. Ich glaube, das meint ihr auch, dass ihr anders aufstellt jetzt als in den Spielen, wenn ihr immer in der Spur seid, immer auf dem Platz seid. Ja, es kann sein, dass das dahin führt. Es kann aber auch sein, dass die Mannschaft mit der Situation nicht umgehen kann. Also das werden wir morgen sehen. Es kann auch sein, dass der Druck auf einmal so groß ist, dass der eine oder andere gar nicht damit klarkommt. Auch das ist möglich und diese Frage kann ich nicht heute beantworten. Beantworten kannst du aber, wenn ich jetzt richtig durchgerechnet habe, hättest du rein theoretisch die Möglichkeit, mit zwei Stürmern zu spielen, die auch einigermaßen gesund sind. Ja. Sebi ist ja wieder da. Es gibt ja noch einen neuen. Nein. Also mit Sicherheit wollen wir morgen auch nach vorne spielen. Mit Sicherheit haben wir Marcel auch nicht geholt, um ihn auf der Bank schmoren zu lassen. Und ich glaube, lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster. Wenn jetzt heute nichts mehr passiert, wird Marcel auf jeden Fall morgen mit dabei sein. Was gestern als Fahrer noch zur Verfügung stand, taktisch was ausprobiert, das muss man ja nicht so ausführen, dass der Gegner ganz gekriegt, aber da hat Marcel eine etwas ungewohnte Position gespielt. War das nur mal. Ja, für euch ist das ungewohnt, aber wenn ihr den Marcel schon länger kennen würdet, dann wüsstet ihr, dass Marcel in seiner Vergangenheit auch am Flügel agiert hat in Waldorf immer wieder mal, viele Spiele dort sogar gemacht hat. Meistens zwar rechts, gestern hatten wir es mal links. Dementsprechend war es für ihn jetzt auch keine neue Situation. Wir haben vorher uns auch darüber unterhalten, ob er das spielen kann, ob er sich da sieht. Und sagt er, ja, auf jeden Fall, kein Problem. Und deswegen haben wir das gestern mal ausprobiert, aber durch den Ausfall von Fanon hat sich das jetzt auf jeden Fall erledigt. Also wie sieht es denn bei dir aus, oder wie siehst du, wie nimmst du die Mannschaft wahr, diese Situation, diese Trainingswoche nach Balingen? Glaubst du, dass ihr die richtigen Schlüsse aus der Niederlage gezogen habt? Ja, das hoffe ich. Ja, das denke ich schon. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Mannschaft ist trotzdem vor Selbstvertrauen, ist ja klar, nach so einer Niederlage oder nach zwei Niederlagen ist auch jeder ein bisschen angefressen, ist ja klar, und will es aber morgen auf jeden Fall besser machen. Und ja, es sind deutliche Worte gesprochen worden diese Woche, zu Recht aber auch. Und jeder weiß, worum es geht morgen. Und das versuchen wir natürlich auf den Platz zu bringen. Hast du eine Erklärung, weil wenn man den bisherigen Saisonverlauf sieht, waren ja Spiele dabei wie in Freiburg, die vielleicht als Fußballerin auch keine Weltklasse waren, aber wo die Mentalität gestimmt hat, Steinbach war auch ein intensives Spiel, wo man sich gerade am Schluss auch in Zweikämpfe geworfen hat. Hast du jetzt so nachgedacht, eine Erklärung, diesen vielleicht mal Totalausfall von 80% der Truppe in Balingen? Nee, also ich habe ja auch in die Mannschaft mal reingefragt, wo du wenig Rückmeldungen bekommen hast oder wo du wenig Greifbares bekommen hast von den Jungs, wo sie selber halt sagen, woran es liegt im Moment. Diese Frage können wir uns alle nicht beantworten. Also wirklich, Fakt ist natürlich schon, dass wir in Balingen schon die Aggressivität, die Mentalität vermissen haben lassen. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich kann mich jetzt nicht mehr vor die Mannschaft stellen, weil auch in der Vergangenheit gab es Spiele, die wir verloren haben. Ja, das ist völlig normal. Fußball ist immer wieder ein Stück weit auch tagesformabhängig. Da kannst du Spiele verlieren, da kannst du schlechte Spiele machen, da kannst du Fehlpässe haben, wenn du an einem Tag mal nicht gut drauf bist. Da funktionieren einfach Dinge nicht, die vielleicht in anderen Spielen funktionieren. Wo ich mich aber überhaupt nicht mit identifizieren konnte, war die Tatsache, dass wir gegen einen Gegner verloren haben, wo wirklich bis in die letzte Haarspitze auch zu sehen war, dass sie uns aufgefressen haben. Sie haben nicht unbedingt besser Fußball gespielt, aber sie sind in die Zweikämpfe reingeflogen. Sie haben jeden Meter gemacht, der erforderlich ist, um den Gegner unter Druck zu setzen. Sie haben nach Ballgewinn mit 4-5 Leuten richtig schnell umgeschaltet, waren bereit, diese Meter zu gehen. Und das haben wir nicht angenommen. Und wenn du das nicht von der ersten Sekunde an mit in ein Spiel reinbringst und meinst, du kannst das dann während eines Spiels korrigieren, das funktioniert halt nicht. Ja? Als wir dann gemerkt haben, oh, die sind heiß wie Frittenfett heute, die Balinger, da war es eigentlich schon zu spät, trotz der 1-0-Führung.
dann kriegst du das nicht mehr korrigiert. Und das ist mit Sicherheit eine Sache, die wir angesprochen haben, die wir auch den Jungs vor Augen geführt haben. Wir haben in der Videoanalyse eigentlich nur verlorene Zweikämpfe gezeigt, nur Situationen gezeigt, wo wir nicht in die Zweikämpfe gehen, sondern nur zuschauen. Und da lagen wir sehr oft am Boden. Und der Gegner ist mit dem Ball am Fuß losmarschiert. Und das darf nicht sein, das darf nicht sein. Und es darf auch nicht sein, dass wir in Mitte der zweiten Halbzeit mit einer Mannschaft, die so viel Erfahrung auf dem Platz hat wie wir, so konzeptlos agieren und so offen agieren, dass jeder nur noch das macht, was die Situation ihm gerade vielleicht hergibt. Ja? Und das hat mich ein Stück weit erschrocken. Und ich hoffe, dass diese Botschaft angekommen ist, die wir diese Woche den Jungs vermittelt haben. Und jetzt gilt es aber auch, ja, Dinge auch immer wieder mal abzuhaken. Ja, das ist jetzt wieder 5 Tage her und morgen haben wir zumindest die Chance, eine andere Körpersprache an den Tag zu legen, als wir es letzte Woche geschafft haben. Und das wünsche ich mir und wie gesagt, ich glaube, die Mannschaft ein Stück weit auch zu kennen und ich denke, dass wir morgen eine andere Körpersprache haben, sprich eine andere Aggressivität, eine andere Bereitschaft haben, als wir das in Balingen gesehen haben. Marcel, ihr habt mit Waldorf mit Sicherheit auch mal das eine oder andere Spiel ein bisschen schlechter gespielt, auch nicht zur Freude eures Trainers. Erstaunlich so jetzt diese Resonanz, die ihr nach in Saarbrücken nach einem schlechten Spiel habt. Also von der Art und Weise, dass es komplett eine Woche ein Thema ist. Nee, muss ich sagen, so war es in Waldorf nicht. Also da gab es auch mal Phasen, wo du mal 4, 5 Spiele gewonnen hast, wo jetzt nicht gleich der Haussegen schief hing. Schon was anderes hier, klar. Ja, aber damit muss man auch umgehen können. Du hast eben gesagt, du überlegst mit Sebi Jakobsen, ja, Marcel ist ja wieder komplett fit. Ich glaube, Lukas war so in Schule und Beruf, dass er noch draußen war. Hast du jetzt schon ein paar Optionen? Kannst auch mal an einem Treffen morgen nicht im Kader zu sein, der vielleicht hier die letzten 2 Jahre so ein Platzhirsch war? Also auch mal vielleicht ein Zeichen zu setzen? Dominik, ich versuche euch ja schon spätestens seit dieser Woche ein Stück weit zu vermitteln, dass ich nicht irgendwelche populistischen Entscheidungen nach außen treffe, nur damit es nachher heißt, jetzt greift der Lottner aber durch. Da bin ich einfach nicht der Typ für. Ich finde, man muss jeden Spieler, ob er jetzt eine gute Phase hat oder eine schlechte Phase hat, mit Respekt behandeln. Und ich mache nicht irgendetwas, nur weil es gerade von außen gefordert ist. Ich als Trainer habe meine Linie, habe meine Philosophie. Und ich handle so, um am Ende des Tages auch Erfolg damit zu haben. Ich werde nie irgendwas machen, wo ich nicht von überzeugt bin, dass es uns als Mannschaft auch hilft, das nächste Spiel zu gewinnen. Und deswegen werde ich auch morgen nicht mit der großen Axt durch den Wald laufen und sagen, dich rasiere ich jetzt mal und setze dich auf die Tribüne. Wenn es leistungsbedingt ist, ja, dann mache ich das. Aber nicht, um irgendwelche Zeichen zu setzen. Das mache ich nicht. Das ist nicht meine Art. Die müssen meine Botschaft so verstehen. Und dafür haben wir viel gesprochen diese Woche. Und wie gesagt, bin ich davon überzeugt, dass das angekommen ist. Nicht nur die Worte von mir, sondern wie ihr ja wisst, auch die Worte von Dieter Ferner. Die waren mal gut. Ich habe den Dieter darum gebeten, mal in die Kabine zu kommen und diese Worte zu wählen. Und diese Botschaft, denke ich, ist angekommen. Und jetzt gilt es morgen, das Ganze aber auch auf dem Feld umzusetzen. Punkt. Weitere Frage. Ja, Herr Thomas, was sind so der Unterschied zwischen Postidoni hergekommen? Ich habe wieder gedacht, ja, der macht den jetzt hinaus, sind ja schon so einfach im Feld. Es gab so mal so viele Zielspieler, ist das dann jetzt eine andere Position, muss anders bedient werden, ist da mehr Variationen sogar als im Waldorf, dass man sagt, da war immer einer, der weggemacht hat und jetzt ist halt mehrere, die man vieles dran tun könnte. Ja, ich denke als erstes, heißt nicht gleich, weil ich letztes Jahr 15 Tore gemacht habe in Waldorf, heißt nicht gleich, dass ich dieses Jahr 30 mache in Saarbrücken. Das ist ja auch logisch. Ich glaube, 15 waren schon gut letztes Jahr. Es wäre gut, wenn ich das dieses Jahr wieder bestätigen könnte, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt mal das eigene Ego ganz hinten angestellt. Morgen zählt wirklich nur, was die Mannschaft macht. Und ja, klar ist ein Unterschied. Ich meine, ich bin als Neuzugang hergekommen und da müssen erstmal die Automatismen greifen. Das dauert auch eine Zeit. Man muss wissen, wie sich die Mitspieler verhalten, wie die Laufwege von denen sind. Und ja, aber ich habe mich, denke ich, ganz gut eingefügt in die Mannschaft. Marcel, der Trainer hat, als du hierhin kamst, gesagt, dass du ein bisschen Zeit brauchst, weil ein neues Umfeld. Ich glaube, wir haben in Waldorf
waren auch fast noch unberufstätig warst, aber es waren ja noch einige da, natürlich ist auch berufstätig. Ja. Ist dieser Prozess jetzt für dich, du hast ja auch in der Zeit im Wahlhof sehr wenig verletzt, das sind gleich zwei leichtere Personen, dann ist dieser Prozess für dich jetzt so weit, dass du denkst, das ist abgeschlossen oder brauchst du noch ein bisschen? Nee, ich bin eigentlich schon gut angekommen und ja, wie du sagst, der Prozess ist, glaube ich, abgeschlossen. Ich hoffe, dass es jetzt auch die letzte Verletzung war und weil ich die letzten Jahre wirklich gar nichts hatte. Ja, und ja, bin jetzt angekommen auf jeden Fall, ganz klar. Du weißt auch, im Saarland wird man sehr herzlich aufgenommen und dann fühlt man sich auch innerhalb kürzester Zeit sehr wohl. Wenn du das sagst. So, keine weiteren Fragen, dann noch kurz zwei Infos zu morgen. Wir erwarten zwischen 2200 bis 2700 Fans. Aus Pirmasens bis zu 150 Fans. Dann haben wir am Dienstag noch ein Benefizspiel, das schon mal vorausgeschickt, um 18.30 Uhr auf der Anlage von Phoenix Klein-Blittersdorf zugunsten des SC Blies, Blies Ransbach und der Unwetteropfer vor knapp zweieinhalb Monaten. Das war uns ein großes Bedürfnis als Verein, dort einfach ein Zeichen aufzusetzen bzw. uns zu integrieren. Da werden wir dann aber am Montag nochmal gesondert informieren zu den Einzelheiten, das schon mal vorab. Ansonsten sage ich herzlichen Dank und für morgen dann natürlich drei Punkte. Auswahl von Fries Ransbach, von Auersmacher und Klein-Pittersdorf. Danke, Jupp. Danke, danke.